Hello again. Na, 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 na. Österreichischer Berge. Also dreh mal zu mir. Also, wir sind in einer mega Zeitblase. Wir sind ja auf dem Weg nach Kroatien, aber das ergibt ein paar mehr Videos, weil jetzt sind wir im Augenblick auf dem Weg zum Arnold Schwarzenegger Museum in Thal in Österreich. Im Anschluss geht es dann rüber nach Klagenfurt zum Alex und zur Chrissy, die beiden besuchen. Aber das Ganze gibt jetzt hier ein separates Video, wenn wir die alte Schlafkammer, das alte Haus von Arnold Schwarzenegger besuchen, was ja zum Museum umfunktioniert haben. Ich erwarte nicht viel. Ja? Wer weiß, was für ein Mythos sie überhaupt rumgesponnen haben, ob es dieses Haus jemals gab, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es einfach nur so ein Moneymaker-Ding. Auf alle Fälle sehr, sehr interessant, weil die auch einen Fanshop dort haben. Das finde ich ja immer gut. Und auf alle Fälle haben wir noch 73 Kilometer bis nach Thal. Und zu mir sagt er, ich will nur shoppen. Ich bin mal interessiert und gespannt, was die... Du hättest einfach online gucken können, da haben die nämlich die Sachen, die sie auch dort verkaufen. Ist das immer so gesagt? Ach, so steht's da. Also auf jeden Fall, wir sind in Österreich, ihr seht hier die Berge, es hat schon geregnet. Komischerweise scheint wieder die Sonne. Unberechenbar, diese Berge. Ja, und let's go! So, auf dem Hinweg zum Arnold Schwarzenegger Museum haben wir jetzt noch ein Action gesehen und da ich noch ein Notizbuch gebraucht habe, ich habe zu Hause so wenig, haben wir da jetzt gehalten und ich habe einen Mystery Durstlöscher gekauft, weil der Dommer trinkt gern Durstlöscher, aber es ist ein undefinierbarer Geschmack, was sagst du? Ich weiß es nicht. So bekannt, nein. Es ist schon so bekannt, aber doch so fremd. So wie Kaktusfeige oder so, oder? Stachelbeere. Probiere. Das ist doch Mystery, du musst das schmecken. Also für mich schmeckt es nach Stachelbeere. Ich würde sagen Kaktusfeige. Nee. Hagebutter, Hibiskus, Bitterorange. Ja, weil nicht durch die ganze Garte. Blüten, Hibiskusblüten, Jenny. Hibiskusblüte? Stimmt, das könnte auch sein. Kaktus ist nichts drin. Doch, ich finde, es schmeckt so wie dieser grüne Tee. Dieser erste grüne Tee von Pfanner. Was war denn das für ein Geschmack? War doch Kaktusfei oder Hibiskus. Was war denn das? Der grüne meinst du, ne? Ja. Kaktus ist grün. Ja, das ist Kaktusfei. Oh, was machen die Kinder da? Oh. Gefällig. Nee, mir schmeckt das nicht. Ajo, meine Mutter hat gelesen, kein Wunder. Was steht da drauf? Hibiskusblüte. Wo? Hagebutte. Bitterorange. Hab ich da hier gesagt? Ja, die müssen doch die Ingredienzien angeben. Die können ja nichts verkaufen, wo es nicht draufsteht, oder? I'm not sure. Hier wohl reingedonnert. Ernsthaft? Ey, guck mal hier, dem ist der Austria zu viel. Du bist wie Hunger, dir. Das ist eine Küche. Ja, das war doch hier rum. Okay. Ja, voll die Zeitreise, ne? Ich weiß nicht, ob das genau die Situation war oder das Bike.
Aber in Terminator 2 ist er das Motorrad gefahren und da hat er, so hieß es dann in den Medien, eine Anzeige bekommen, weil er gefahren ist ohne Führerschein. Man weiß es nicht. Das ist Terminator. Hier ist ein Stuhl vom Set. Original-Regiestuhl von dem Film Junior. Red Sonja, ich glaube, das ist so ein... Alles Klassiker, aber probier das Schwert von Conan. Ja. Baba. Ach, das ist doch die Hebe und dein Lieblingsfilm. Ah, ja. What's the best in life? Terminator. So, dann haben wir hier seinen Trainingsraum. Also das ist eine Original-Handelbank von 1962. Den Gurt hier hat er irgendwie bekommen von der Russischen Föderation für Bodybuilding, überreicht von Kurt Manul am 22.12.2018. Okay. Hier oben sieht man auch immer Ausschnitte. Hier Bilder, wo er trainiert hat, Handelbank, sämtliche Bilder von ja, Wettbewerben. Dann hier noch eine Figur. Hier Pokale, was sind das für Pokale? Ja, die verschiedenen Meisterschaften bestimmt, oder? Der hat ja auch Kraft-3-Kampf gemacht, ne? Hier Bankdrücken, erster Platz. Aha. Und hier so eine Jacke, Arnold Classic. Ah ja, von der Arnold Classics, die erste, nee, von 2010. Oder hier, guck mal, Arnold Classic. Das ist so der Flex Lewis, Flex Wheeler, der gewonnen hat damals. Hall of Fame. Er ist schon mit, ach guck mal hier. Hier sind Bücher. Alle Bodybuilding-Bücher. Das ist schon cool, ne? Und hier, das soll quasi die Küche darstellen von seiner Kindheit. Also wer die Dokumentation bei Netflix noch nicht gesehen hat, sollte sich die mal angucken. Da sieht man auch viele Ausschnitte und von dem Haus. Also ob die jetzt wirklich hier war, die Küche? Keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Gemälde. Hier oben nochmal Pokale. Bilder. Von ihm der Donnerbalken. Das ist jetzt quasi alles, was im zweiten Geschoss ist. Mal eins willst du noch hochgehen, aber da drüben ist er abgesperrt. Eigentlich geht es noch da hoch, sagt er nochmal. Ah ja, gut, da wird Dachboden, oder? Weiß nicht. I'll be back. Expandables. Das Gouverneurszimmer. Einen großen Dank auch für meine Schulkollegen wie Franz Hörmann und Karl Klint. Ganz besonders danke ich aber jenen Menschen, die das Museum möglich gemacht haben. Dem Peter Urbel, der jahrelang unermüdlich dafür gekämpft hat. Oder meinen guten Freunden, der Vorgreicher Österreicher, den Christian Bahner, der die Finanzierung übernommen hat. Oder den Helmut Kompons. Wie ist das Buch, was er anscheinend geschrieben hat jetzt? Das ist eine Fotosammlung von ihm. Ah, was schweineteuer sein soll. Das ist hier. Das ist nicht teuer, das gibt es auch gar nicht mehr so. Und das soll sein Kinderzimmer sein. Und genau das sieht in der Dokumentation anders aus. Das war natürlich so ein kleiner Raum, vielleicht, wenn du mal ziehst, so ungefähr die Hälfte von dem hier. Mhm. Und es waren auch blaue Wände. Ja, okay, aber das Bett wird ja, das gleiche sein. Ja, ich denke, das soll sinnbildlich, denke ich, das alles darstellen, ne? Ja, als er beim Militär war. Schulbank. Lass mal gucken, was es noch so gibt, ne? Das war's eigentlich. Draußen gibt es Merchandise. Ja. Wie geht's auch mal? Ich komme gerne nee, was. Stimmt's noch? Mhm. Alright. Kommt der hin?
Jawohl, die kroatische Flagge. Du hast immer. So, was soll denn das hier sein? Die kleinste Kraftzelle der Welt. Ah jo, guck mal, du kannst trainieren. Trainieren auf eigene Gefahr, elternhaften für ihre Kinder. Hä? Was? Bild im Bild da. Lass mal das rüberdrücken. Jetzt könnte ich das mal aufhalten. Lustig. Full Steak an der. Ja? Ich will da draußen Bilder machen. Nee, du kannst auch rein. Ich zahl dir das. Geh mit dem Doma. Nee, der Doma geht noch mal mit dir, wenn du willst. Nein. So, die Jenny meinte noch, wir müssen ein bisschen was drüber erzählen. Also ich bin mir ziemlich sicher, zu einem in der Doku hast du gesehen, es ist ein eigentliches Schlafzimmer. Also ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ne? Aber was gibt es in der Regel auch über ein Geburtshaus zu sagen? Viel mehr war ja auch die Story, wie er selbst aufgewachsen ist mit seinem Vater, der nah am Glase gebaut war. Also auch ein Trinker war, glaube ich zu wissen. Sein Bruder auch früh verstorben ist. Aber ist halt, ja, ich sag mal, die Wiege allen, ne? Da kommt der ganze Erfolg auch irgendwo her, ne? Der hat ja immer den Drive gehabt, so erzählt das zumindest, den Drive gehabt, mehr zu erreichen aus diesem, echt, das ist wirklich das letzte, also nicht das letzte Dörfel, aber hier ist echt nichts los. Weit und breit ist nichts außer Graz. Da ist er damals auch trainieren gegangen und das ist sehr beeindruckend auf jeden Fall, das zu sehen. Auch die verschiedenen Stationen, die er selbst eingebaut hat. Auch das mit dem ganzen Film, mit dem ganzen Gouverneur-Thema, wo er in die Politik ist. Ja. Kommt der Harrison. Ja, aber auch hier cooles Gimmick hier mit der Kraftzelle. Yes, was gibt's noch zu sagen? Schade, dass man, also vielleicht ist wirklich auf dem Dachgeschoss das eigentliche Schlafzimmer. Die haben das halt alles ein bisschen komprimiert, denke ich mal. Aber so, ein schönes Ding. Als Fan vom Arnie sehr zu empfehlen. Als Fan vom Bodybuilding sehr zu empfehlen. Vom Kraftsport, nicht nur Bodybuilding. Genau, Kraftsport generell, auch die Statue ist cool, oder auch der riesen Terminator im Garten, Verzeihung, dass ich hier so dumm lamentiere und stotte. Jetzt ist der Harrison unterwegs, Mama, das filmen wir gerade mal mit. So, wie ist es jetzt, wenn ein Traum in Erfüllung gegangen ist? Also, ja, was heißt Traum? Ne? Das Ding ist ja, wir sind ja schon so oft eigentlich dran vorbeigefahren. Wenn wir Richtung Kroatien gefahren sind, pipapo, und dann bin ich irgendwann letztes Jahr auf die Idee gekommen, ey, da müssen wir eigentlich mal vorbeischauen, weil, ja, es ist eine lebende Legende, kann man nicht anders sagen, ne? Und was ist denn hier draußen los? War auf jeden Fall cool zu sehen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, in dem Vorfazit sozusagen. Die spielen doch Fußball. Ja, Fußball. War cool zu sehen, wo er aufgewachsen ist, wie und was. Wissen wir natürlich alles halt im Detail. Und das, was er halt so in seiner Dokumentation alles so gesagt hat. Voll cool mit den ganzen Figuren, diese Bronzefigur. Oder das ist eine Bronze, aber diese Gussfigur, die vorm Haus ist, oder auch der riesen Terminator im Garten. Also das macht echt Laune, das ist echt der Hingucker. Ne? Und ja, alles andere kann man sich ja selber anhören, belesen. Aber das Buch hätte ich gerne aufgeschlagen, das darf man nicht.
das Fotoalbum, was er da rausgebracht hat letztes Jahr. Für, ich glaube, der Kurs, das Buch, ich glaube, $3.500. Ach du Schande. Und es war aber sofort vergriffen. Ne? Aber es war schön in Tiffany Blue. Ja. Also es sind auch wirklich so die Hochglanzfotos, wirklich all das, klar, vieles hast du schon gesehen wahrscheinlich, von, aber auch vieles unveröffentlichtes Material. Deswegen ist es schon eine Rarität, das mal so zu sehen. Oder auch mal, ja gut, durchblättern konnte man halt eben. Ja, ich meine, jeder hat so sein eigenes Vorbild oder Idol, wie auch immer. Wir hatten es ja neulich in unserem Podcast über Vorbilder, oder ich habe das mit reingebracht, das Thema, was für Kids Vorbilder haben. Aber der hat echt Generationen geprägt, würde ich sagen. Also, für dich war es jetzt wahrscheinlich nicht so spektakulär. Nee, aber ist ja egal. Also ich muss sagen, ich war jetzt noch nie so der mega Arnold-Fan, aber ich kenne ihn auch nur aus Terminator und Junior und den ganzen Film. Muss aber sagen, nachdem ich die Doku gesehen habe, fand ich es schon krass, so seine Lebensgeschichte, aber auch von Sylvester Stallone finde ich es krass, wie die sich so von unten nach oben gearbeitet haben. Und also wer das noch nicht gesehen hat bei Netflix, die Doku solltet ihr euch unbedingt angucken, weil ich glaube, also so jemand wie den Arnold würde man wirklich tatsächlich nicht mehr so schnell treffen, auch wenn ich jetzt nicht der Mega-Fan bin, aber jemand, der aus diesem Dorf hier, das ist ja wirklich ein Kuhkaff quasi, ja, rausgearbeitet hat. Also er wurde ja hier als Schwuler tituliert, als er mit Bodybuilding angefangen hat, weil damals kannte man das Thema Bodybuilding noch gar nicht. Ist da umhergereist und hat dann dadurch die erste Filmrolle bekommen und bis zum Ende hin zum Gouverneur. Also ich glaube, das kann ihm so schnell keiner nachmachen. Und es ist schon eine Legende, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ob man ihn jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, der Dommer ist schon immer Fan von ihm und schickt auch manchmal so motivierende Videos. Da muss ich sagen, die sind wirklich schon sehr gut. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen. Hast du es jetzt eigentlich schon gelesen? Nee, nur die ersten paar Seiten. Ja, also das Buch haben wir natürlich auch. Und der erste Traum, der für Dommer in Erfüllung gegangen ist, war, als wir in L.A. am Muscle Beach waren, also Venice Beach, ne? Vor, es ist jetzt schon 9 Jahre her, 2015, ja, zur Hochzeitsreise. Und da war er halt mega enttäuscht, weil man sieht es, man kriegt es immer so geil verkauft, so groß und alle Bodybuilder sind da und letzten Endes war es halt verrostet vom Meer und halt gar nicht so geil, wie man sich's vorstellt, und der Venice Beach sowieso, also ja, war dreckig und so. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall begeistert oder froh, dass es im Sommer hier wenigstens gefallen hat. Ja, für mich war das jetzt wirklich nicht so spektakulär, aber ich finde es cool gemacht und es ist natürlich trotzdem cool, in dem Haus zu sein, wo er aufgewachsen ist tatsächlich. Und ja, vielleicht wäre es noch mal ein bisschen besser, man hätte so eine Audioführung, wo man nochmal so erklärt wird, was wo war und überhaupt. Aber er hat schon Bildschirme da, wo er zu manchen Sachen was erklärt. Oder man muss halt wirklich Fan sein oder halt die Doku gesehen haben, da weiß man schon einiges. Aber ich finde, wenn man hier mal in der Gegend ist, ist es auf jeden Fall ein Wert, mal anzuhalten, sich das anzugucken. Und wenn man Fan ist, dann ist natürlich ein Muss. Ja, auch nochmal zurückzukommen auf Venice Beach. Aber ich glaube, da haben wir vielleicht auch eventuell den falschen Zeitpunkt irgendwie abgepasst. Weil irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört gehabt, dass die das auch regelmäßig neu tünchen, also neu einfärben, den Rost wegmachen, wie auch immer. Aber ich glaube, die wollten auch einen unverschämten Betrag. War nee, also teuer, wirklich, da hättest du, ich glaube, $20-25 für schon über den Zaun. Also du machst den, das ist ja nur ein Zaun außenrum. Ja. Du gehst halt durch die, ich glaube, das war so eine Drehtür oder sowas, ne, mäßig. Und dafür $25 habe ich gesagt, nee. Also, keine Ahnung, die alten verrosteten Geräte, wo dir noch keine Ahnung, eine Blutvergiftung holst, wenn du dich schneidest. Und wie gesagt, das sah halt eben zu dem Zeitpunkt richtig runtergekommen aus, aber der Beach genauso. Ja, da waren überall. Weil da gibt es ja die ganz alten Aufnahmen von Pumping Iron und sowas. Klar, natürlich da immer. Machen die auch sauber dann. Natürlich, ansonsten, ne? Ansonsten ist es einfach ein Beach, wo halt in L.A. sind einfach viele Junkies, man kann es nicht anders sagen. Und da findet man halt auch Junkie-Zubehör, sag ich mal, im Strand. Also, das war halt eben, weil die Golden Era, was weiß ich nicht, alles schön gut, dass es dort angefangen hat und dort auch Fuß hatte. Das Gold's Gym haben wir, glaube ich, auch gar nicht gesehen gehabt. Wir sind auch nur dann vorbeigefahren. Aber wie dem auch sei, das war auf jeden Fall die Reise wert. Punkte? 10 von 10. Meine Mama war, also meine Mutter hat es nicht interessiert. Der hat es gereicht, außen ein paar Bilder zu machen. Also ich muss sagen, Eintritt kostet 12,90 Euro. Also wir als Studenten haben Studentenrabatt bekommen von 9,90 Euro. Ich glaube, es hätte auch einen Rentnerrabatt gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
Ist jetzt nicht gerade günstig, aber wie gesagt, wenn man schon hier ist, wir sind ja extra wegen dem Museum hierher gefahren, dann ist es schon okay. Also ich würde sagen 8 von 10. Es ist schon cool, wie gesagt, in dem Haus zu sein, auch die Sachen, die ausgestellt sind. Aber wenn man jetzt halt nicht der Mega-Fan ist und nicht so viel von ihm weiß, also Gott sei Dank habe ich diese Doku wenigstens gesehen, dann kann man halt ehrlich gesagt mit den Sachen nicht viel anfangen. Und da fehlt mir so ein bisschen mehr die Info, ne? Also ein bisschen mehr so, ich weiß nicht, ein Audioguide oder Station, wo vielleicht wirklich Bildschirme sind und erklärt wird, wo man sich vielleicht auch hinsetzen kann oder so, ich weiß es nicht. Aber das Haus ist natürlich ja ein altes Haus, aber naja. Eine gute, solide 8 von 10. Jawohl, ja.